Auch in Berlin gibt es jetzt einen Coronavirus-Patienten. Nach einigen Pannen wird er in der Charité behandelt. Der 22-Jährige hat sich offenbar bei seinen Eltern aus Nordrhein-Westfalen angesteckt. In Deutschland sind mindestens 150 Fälle bestätigt, in 10 der 16 Bundesländer. Das Risiko für Deutschland wurde von gering auf mäßig heraufgestuft. Auf der Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Jens Spahn war an diesem Montag auch der Coronavirus-Spezialist, der Virologe Christian Drosten. Diese Erkrankung ist eine milde Erkrankung. Es ist eine Erkältung in erster Linie, eine Erkältung, die unsere Atemwege betrifft. Und die ist im Prinzip für den Einzelnen gar kein Problem. Also wenn ich eine Erkältung kriege, dann werde ich das nicht nur überleben, sondern ich werde im Normalfall sogar relativ wenig davon merken. Die Frage ist also, worüber besorgen wir uns hier eigentlich? Und wir besorgen uns um die Gesellschaft, nicht um das Ego. Ja, es geht hier nicht um mich, sondern es geht um alle und auch um das Medizinsystem, um die Kapazitäten, die wir haben. In vielen Krankenhäusern arbeiten die Ärzte und das Pflegepersonal schon jetzt am Limit. Daher ist die Frage vor allem, wie schnell sich das Coronavirus auf wie viele Patienten ausbreitet. Durch geschlossene Schulen und häusliche Quarantäne, wie in Heinsberg, soll eine schnelle Ausbreitung eingedämmt werden.